InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Ein Geschenk für Ried. So kann der neue Marco Polo Flagship Store am Rieder Hauptplatz bezeichnet werden. Von einem großen Geschenk der Familie Meiringer an die Rieder Kaufmannschaft sprechen Insider. Ein derart großzügiges Damen- und Herrenmodegeschäft in der Innenstadt wird bestimmt zur weiteren Attraktivität der Innviertler Metropole beitragen. Anlässlich der Eröffnung waren viele Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche Ehrengäste in die Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse Ried-Haag geladen worden. Magister Marion Meiringer, was war entscheidend dafür, hier den Standort vom unteren Hauptplatz auf den oberen Hauptplatz, auf die ehemalige Sparkasse zu verlegen? Ja, ganz klar, einfach einmal die Platznot. Wir hatten unten einfach viel zu wenig Platz, um vor allem die Herren gut zu präsentieren. Die Herren sind in Ried etwas unterrepräsentiert und da haben wir uns entschlossen oder haben eigentlich schon längere Zeit nach einem neuen Standort gesucht, an dem wir die Herren gut präsentieren können, dass sich natürlich das so schnell ergibt. Davon habe ich vor drei Monaten auch noch nicht geträumt, aber ich bin sehr glücklich damit. Zur Eröffnung war Alexander Gedert, Marco Polo International Chef, nach Ried angereist. Marco Polo könnte in Österreich auch Meiringer heißen. Das stimmt so. Der Franz hat das ganz toll mit seiner Familie und seinen Mitarbeitern gemacht und das ist, also eigentlich haben sie es genau auf den Punkt gebracht. Der Meiringer ist Marco Polo für Österreich. Auch Bürgermeister Albert Ortig gratulierte zum neuen Vorzeigegeschäft in der beliebten Rieder Einkaufsstadt. Ein echter Rieder Leitbetrieb im Handel. Der wird die Einkaufsstadt Ried ganz erheblich bereichern und er wird vor allem wieder zusätzlich neue Käuferschichten nach Ried bringen. Davon profitieren auch alle anderen Betriebe. Wirtschaftskammer-Vizepräsident Haslauer, ein neues, wunderschönes Geschäft in der Bezirksstadt Ried im Innkreis. Sollten das Zeichen sein, wie sich der Handel entwickeln soll? Ja, eigentlich schon. Also zuerst möchte ich mal der Familie Meiringer das Kompliment machen. Praktisch auf so einer zentralen Lage wie der Stoppplatz in Ried ist, zwei Geschäfte zu haben und dies heute hier zu eröffnen, das zeigt schon von einer unternehmerischen Haltung als solche, die zu bewundern ist. Und zum Zweiten natürlich die Marke als solche spricht auch für sich. Kommerzialrat Franz Meiringer, seit 40 Jahren von Kunden und Freunden auch liebevoll Mr. Marco Polo genannt, ist von der Anziehungskraft Rieds überzeugt. Ja, seit 39 Jahren mache ich jetzt Marco Polo, nächstes Jahr sind es 40 Jahre. Ried ist mit Sicherheit nicht das letzte Geschäft, das wir öffnen. Wir haben in Österreich alleine zum heutigen Tag 4.600 Quadratmeter reine Marco Polo Verkaufsfläche über Österreich verteilt, in Fachgeschäften, über Franchise-Partner, über eigene Läden. Zum Jahresende werden wir die 5.000 Quadratmeter Verkaufsfläche überschreiten. Schon am Eröffnungsabend waren die Gäste vom neuen Rieder Mode Flaggschiff überzeugt. Ich fühle mich pudelwohl da bei Marco Polo. Schöne Mode? Ja, absolut. Wie ist das eigentlich? Für Modefirmen fotografiert, bleibt da manchmal etwas, wo die Firmen dann sagen, das können sie haben? Ja, zum Glück werden wir immer ganz gern ausgestattet und wir nehmen es dankend an. Habt ihr schon für Marco Polo fotografiert? Wir haben erst letzte Woche die Mondschau für Marco Polo gemacht. Gut, ist was blieben? Ja. Hat man mit Innviertler Abstammung einen anderen Bezug zu Marco Polo als Wiener? Könnte ich mir vorstellen, ja, weil, also wenn wir in Wien mal in den Shop schauen, dann ist halt immer so, naja, die können das halt nicht, so wie bei uns. Na, wir wissen, dass wir die Sachen, die wir in Wien dann nicht kriegen im Marco Polo Shop, auf jeden Fall in Ried kriegen. Ist die Mode schick hier? Ja, sehr gut, sehr schön, ja. Kann man was für Ostern noch besorgen? Wenn man was braucht, schau, ja. Frauen brauchen immer, oder? Ja, wir schenken eigentlich die Kinder was. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, das muss ja der Osterhase machen, oder? Dass er uns beschenkt, ne? Naja, aber taktisch sehr klug gewählt, ne? Frauen wählen ja und lassen dann bezahlen, ne? Ja, ab und an, ne? Auch schon was gefunden? Ja, die Wünsche schon deponiert. Wünsche schon deponiert? Ja, ob es Osterhase bringt, ist eine andere Frage. Ja, Weihnachten kommt ja auch bald wieder. Es schneit, es schneit. Braucht man gute Brille, um gute Mode zu tragen? Unbedingt. Die Brille gehört dazu. Und gibt es auch Brillenmode von Marco Polo? Selbstverständlich. Ist dieses Marco Polo Shop internationalen Kriterien entsprechend? Meiner Meinung nach schon. Eine sehr bekannte Gruppe und gerade in Ried für uns sicher ein Zugewinn. Messepräsident Franz Thiem, ein guter, neuer, altbekannter Nachbar hier in Ried. Ja, ich bin natürlich froh, dass ich jetzt einen Nachbarn habe,
der nicht am Freitag um 16 Uhr zusperrt, der auch am Samstag wahrscheinlich mit unseren Öffnungszeiten konform geht und sicher ein Gewinn für den oberen Hauptplatz und damit auch für die gesamte Innenstadt sein wird. Im neuen Rieder Marco Polo Shop kümmert sich ab sofort Annemarie van Bepper mit ihren Mitarbeiterinnen um die Wünsche der Kunden. Der ist schöne Laune, es macht einfach viel Spaß zum Verkaufen, die Kunden bedienen. Und den Kunden macht es natürlich auch sehr viel Freude, wenn das Geschäft so neu ist, so schön ist und alles in einem Ambiente, also sich sehr wohlfühlen. Sparkasse Ried Haag Vorstandsdirektor Hermann Starzinger erinnert sich an seinen Arbeitsplatz. Ich arbeite in diesem Gebäude 39 Jahre und wie ich heute hereingekommen bin, habe ich schon ein bisschen daran gedacht. 39 Jahre, Großteil meines Lebens. Tja, und wer Mr. Marco Polo Franz Meiringer persönlich kennt, weiß, dass es hier keine Eröffnung ohne dem dazugehörigen Fest geben kann.